Vielleicht. Vielleicht sind das hier nicht nur ganz normale Camper. Vielleicht sind das ja ein paar hübsche. Hey, if you ain't one of Collins' boys. Wie hat er ihn jetzt gesehen? You're not welcome here. Das sind die O'Reillys. Und ich habe schon wieder meine Sachen nicht dabei. Ich hasse das so, dass. Alter, wie viel haltet ihr denn aus? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, okay, das klappt super. Alter, was, haben die damals schon cool sichere Westen gehabt? Das gibt's ja nicht. Komm hier nicht weg! Verstehe ich nicht. Die Knarre ist gut, Alter, dass die keinen Schaden macht. Nicht jetzt, das überlebst du? Ach, und jetzt. Nö, das waren ja keine normalen Leute hier. Die können wir ruhig wegknallen. Das sind diese O'Reillys, mit die wir verfeindet sind. Das ist ungefähr hier mit den bei San Andreas. Mit den lilanen, den blauen, den grünen, den roten. Ich vergesse immer die Gangnamen. So, wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten. Irgendwas ist da bei der Markierung, sehe ich gerade. Oder ist das... Warte, ich muss mal schnell gucken. Karte? Oder ist das rein zufällig nur gerade in einer Linie? Nee. M. M. Was ist denn jetzt M? Mason ist es nicht. Dafür haben wir ja John. Also, ob es der Kerl, den wir weggehauen haben. Jetzt hat er eine Quest für uns, dass wir es offiziell machen. Boah, den hat's verkuckelt. Das ist auch sowas, was ich krass finde beim Spiel. Dass manche hier echt aussehen wie eine Bratwurst, wo selbst Spawn sagen kann, Respekt für die Verbrennung. Hier ist nichts drin. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch hier... Die haben doch hier selber überfallen. Das ist doch keine O'Reilly-Basis. Das sieht doch hier viel zu aufgeräumt für aus. Was plätschert denn hier so? Ach was! Kommt, ich weiß nicht, ob man es genau sieht, aber so, man kann ganz leicht sehen, wie das Wasser da rausläuft. Wie geil, geiles Detail. Und ich muss mir angewöhnen, wenn ich mich blöderweise anschleiche, dass ich dann endlich mal mein Spielzeug mitnehme hier. Ist ja echt furchtbar, dass ich das andere vergesse. So. Jupp, siehst du, das stimmt mir auch zu. Komme ich da irgendwie hoch? Nee. Ah, typisch. Ach so, oder weißt du was? Ich glaube, ich darf nicht selber springen. Das muss diese Animation machen. Oder? Warte, warte. Nee, doch nicht. Man kann es manuell auslösen. Sehr gut. Haha, siehst du, geht doch. Glück gehabt. So, dann haben wir hier jetzt ja. Oh. Alter, das ist kein Offroad-Pferd. Reiten Sie innerhalb von 5 Minuten von Rhodes. Wo war da nochmal Rhodes? Typisch und kein Wasser in der Nähe. Ja.
Warum sind hier so viele Geier am Himmel? Und Adler. Easy, easy. Musik hat gerade angefangen. Warum bin ich gerade mal stehen geblieben? Ah, nee! Das ist die fette Ölpumpe. Der Hub macht diesen geilen Sound im Hintergrund. Wie geil ist das denn? Buddy? Hey, this is private land. Ja, ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Bleib locker. Bin hier schon weg. Ich guck nur gerade mal, wie ich von bei dem anderen Wagen doch daran komme. Ich glaube, das kommt besser. Oh, der Hund. Okay. Hier können wir doch super rüber. Da ist eine Wache. Ich glaube, das könnte gut werden, ohne dass wir da was machen müssten. Aber welcher ist es? Kann ich beide nehmen, oder... Ey, das wird so übel enden. Ich weiß es jetzt schon, dass das Ding richtig in die Luft fliegen wird. Bei meinem Glück. So, dann würde ich sagen, repetiere Springfield. Und einmal bitte mein Demokratieverteiler. Wo ist er denn? Da ist er. Hund, bist du wohl leise? Und was brauchen wir noch? Ich würde mal sagen, eine Maske sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Dann könnt ihr die auch mal sehen. Yes. So, und rüber. Und let's go. Einfach weg hier. Ja, ja. Ja, nicht auf den Kessel schießen, ihr Affen, Alter. Oh, oh. Jetzt aber weg hier. Jetzt aber weg hier. Hoffentlich hält der Karren. Querfällt ein, das wird doch nie was. Ich habe den Hut schon... Ah ne, den Hut habe ich nicht verloren. Den hat er abgesetzt. Okay, alles klar. So, weg hier. Die kriegen uns nie. Let's go. Sieht schön hier aus, ne? Ich weiß immer nie, was das ist. Ist das eine Steppe oder eine Prärie? Ich weiß immer nie den Unterschied. Ich wusste es mal, aber es ist schon länger her. Jetzt so, das ist eine Tundra. Ach so. Ja, stimmt, könnte eigentlich auch eine Tundra sein, ne? Hört mir immer die. Ja, weil es jetzt so heiß wird, die Tundra schmilzt. Methan. Kanada mal wieder, ne? Ey, Mann. Ja. Man hört richtig, wie das Öl im Hintergrund hin und her schwappt. Wie hält das auch noch einigermaßen hier? Oh! Ja, Dämpfer gab's damals noch nicht. Was ist denn das? Ach, das ist ein Schild. Ich wollte gerade sagen, wer baut da so eine komische Platte hin? Yeah, Offroad. Das habe ich alles erlernt hier bei Spin Tires. Easy. So. Rückwärts einpacken. Boop, 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 boop. Und weiter geht's. Kann es sein, dass ich Öl verliere? Yep. Yep. Ja, ich ziehe eine Ölspur, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, hoffentlich hat einer einen Pfropfen, Alter. Die Spur kann man jetzt verfolgen. Oh nein. Oh. Ja, toll. Den Detail gerade haben sie eingebaut, dass das Ding jetzt ja, hier. Ja, den Detailgrad haben sie eingebaut. Aber den Detailgrad, dass man hier mal die Löcher zumachen sollte. ist das geil, Alter. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ja, toll, jetzt habe ich Öl am Fuß. Ja, ist doch egal. Aber ich meine, kann man die Spur nicht verfolgen? Ist jetzt so ein bisschen... Ja, hier.
Ich würde mal sagen, die Spur kann man doch zum Unterschlupf verfolgen. So. Damn that horse. Damn that horse. Hier war doch irgendwo eine Hütte, ne? Vielleicht können wir da jetzt machen. Ja, wie geil, Alter. Das kannst du echt. Hast du echt diesen Sound? Wie cool. Unschuldig, ja? Criminal in back. Keep clear of the wagon. You. Please. Come on. Get me out of this thing. They got the wrong man. I wouldn't hurt a fly. Dann geht er weg. You showed up just in time. I was dead broke before these bastards grabbed me. But I can tell you something juicy. My way of thanking you. There's his house south of Rhodes. Papa and his son. Nothing fancy. The word is, he's gathering quite the little nest for himself. Yeah? Well, okay. Thanks again, mister. Good luck to you. Yeah, move. Only a matter of time before more come. Oh, fuck. It's all a big misunderstanding. Don't get confused about that. It's your doing? Look, nothing to do with me. Yep. Hey, hold up there. Noch ein Zeuge, Mann. Hey, think about this. You want to get curled up, huh? You know what? Forget about it. Don't get me worked up. Okay, hat geklappt. Wir haben keine Leute abgeknallt. Sehr schön. So, jetzt aber nichts hier weg hier. Das ist mein Hut. Ach so, weil das nicht unser Sattel ist, haben wir unseren Hut nicht. Wie krass. Und das Pferd können wir vielleicht können wir das Pferd noch verticken. Ach, warte mal, unser Pferd haben wir doch oben im Stall. Warte mal, lauf ich nochmal schnell hin? Oh, was ist denn hier los? Truthähne! So. Ja, sorry, ich kann keinen Truthahn nachmachen. Ich habe die Viecher noch nie in echt gesehen. Gucken. Vielleicht kriegen wir ja $2 oder so. Das sieht aber schön aus. 2,40, ja? If you ain't got the papers, I can't give you the full price. Das ist mein Hauptpferd. Ja, ich hätte es gerne. Zurückholen. No problem. Ah, okay. We'll get it. Ausrüsten. So funktioniert. Ah, endlich. Okay, man muss das. Ich dachte, man muss immer die Pferde hin und her switchen. Ja, ja, me and das Horse. Aufgemotzter Arthur Fischer. Ah, jetzt ist er weg. Und die Spur ist auch weg. Ah, okay. Halt, ah! Halt an! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich krieg's auch eine Zigarre, ganz ruhig. Spielt ihr wer Geige oder hast du gerade eingesetzt? Tja, unschuldig, ja? Das war auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt, der Typ. Das war auf jeden Fall ein Outlaw. Und er hat uns den Info gegeben, dass man irgendwo was ausrauben kann. Ein Vater mit seinem Sohn. Roden. Wo ist denn Roden? Das hier Roden, ne? Südlich von Roden. Das könnte ja... Ne, hier irgendwo müsste das ja... Wahrscheinlich das Gebäude hier. Schade, dass das nie vermerkt wird. Warte, ich gehe mal ein bisschen heran. Nee. Aber wir haben ja, das eine ist nördlich von Strawberry, die Hexe, da wollten wir ja vorbeigucken. Wir müssen ja nicht ausrauben, vielleicht gibt es da auch nur interessante Sammelobjekte, ne? Kann ja auch sein.
die armen Menschen hier zu überfallen ist jetzt auch nicht das. Wir wollen ja die den großen Coup landen. Oder zumindest die halbe Flora und Fauna hier abweiden. Und als super Tischdeckenbezug verkaufen. Ja, soweit ganz gut aus. Naja, ist ja gut. Hm. Was war das gerade? Wenn da gerade Jiha im Hintergrund gerufen, das waren nicht die beiden. Ja, ist ja ganz gut. Wir haben es gleich geschafft. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen zu hoch, oder? Und das ist wieder ein Lager. Hier, ich drücke nichts. Ich halte nur X gedrückt und er folgt automatisch die Straße. Es ist doch nicht zum Aushalten. Naja, wir kriegen schon irgendwie gebacken, ne? Irgendwie, wir kriegen ja mal alles gebacken. Und das hier. Oh, eine richtige Postkutsche. Die bringt bestimmt ein bisschen was. Ja, der hat eine große Tür hinten. Da ist auf jeden Fall was drin. Eine Lady. Und ihr Lover? Ah, das sind zu viele Zeugen. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Hey! Who's there? Ja, it's me. Look what the cat dragged in. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Look what the kakre da. Das Reh hat gekackt. Keine Ahnung. Reicht Ferenczky für Anfänger. Nun sind die Leute hier gut gesättigt. Und jemand hat sich ordentlich an der Kasse bedient. Und das waren nicht wir. Ich finde es geil, dass das Pferd automatisch zum Parkplatz zurückläuft. So. John. Let's get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See, Arthur? Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Ja, gut. Wo ist er denn? Kann ich die nehmen? Nee, schade. Warum heißt er jetzt A? Ich denke, wir wollten wen anders. Achso, A sind in Arthur-Mission, oder was? Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Mal. Ich dachte, wir wollten zum Typen. Hi, Arthur. Come here, Abigail. What is it? Can I ask you a favor? Probably. Ah, die Frau von John. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Ja, das ist ja auch nett von der eigenen Frau. Auch wenn er nutzlos ist, können sie doch trotzdem zusammen Zeit verbringen. Muss die Abigail mal eben den John ein bisschen in den Allerwertesten treten. Vielleicht nochmal ein oder zwei mehr Narben verpassen. Und dann läuft das. Dann soll ich mich jetzt um das Girl kümmern. Wo ist er denn überhaupt? Er sitzt da einfach. Junge! Jack! What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure. You're... It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Der ist ja klein, der geht ja gerade mal bis zum Gürtel.
I'll mount up and lift you on when you're ready. Wo ist denn die jetzt? Hat er die da einfach mal versteckt oder was? Time to go, boy. So. Den nimmt er jetzt in einem Schwung hoch. Okay. Wie das Pferd gerade reagiert hat, als hätte er ein Zäpfchen kassiert. Hier die Augen. So, where are we going? Just down to the river near here. We shouldn't go too far from camp. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Though your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, we'll see. Got fish to catch first. Irgendwie ist das mega geil. Schade, dass es das nicht im ersten Teil gibt. Oder gab. Alright. Einfach mit dem Sohn ausreiten, das ist auch geil. Okay, ist zwar nicht unserer, aber ich find's cool. Ist irgendwie eine geile Sache. So, warte, aber ich will gucken, kann man. Ja, ja, ist ja gut. Ach, ich kann das Waffenrad nicht machen, deswegen, okay. Ich wollte eigentlich einen Hut absetzen. Was hier auch passiert, das weiß auch keiner. Ja, dann komm her. Fall aber nicht runter. Oh, ich brauche Wasser. Aber schön. Fällt mir. Hoffen wir, dass keine toten Leute den Fluss runtertreiben, die wir weiter im Norden weggeknallt haben. Ich mag die Animation. Ist einfach zu geil. Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. Warte. I can't wait to get started. Ja, ja. Glaube ich dir. Den Hut kann ich nicht absetzen, ne? Ich kann nur aussuchen, ne? Oder? Kann ich? Ja, schön. Ah, guck mal, die Haare sind wirklich lang geworden. Kann ich auch meine eigene? Ja, geil. You show me where, Uncle Arthur. Oh, wo hat er den denn her? Das ist aber ein bisschen groß, das Ding. Ah, ja, wir kriegen das hin. Guck mal, da vorne links sind doch schon mal drei Fische. Guck mal, dass es einigermaßen klappt. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ja, L1 gedrückt halten, mein Kleiner. Dann machst du auf deinem Waffenrad die Route markieren und dann einfach L1 wieder loslassen. First, we need some bait. Ja, ich muss wieder angeben. Da wieder die längste Route dabei. Are you okay? Ja, wir sind okay. So, Käse. Mit Käse? Mais? Nein, Käse. Kein Köder, Brot. Kleine Fische, kleine Fische. Mit Käse. Ja, gut. I'm gonna use some cheese. Cheese? Smellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Like that? That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it.
Da. Da hat einer doch was. Ah, damn it. Didn't get him. Oh, no. I think you've got a bite. Look. Fish on the line. Pull him in. Na, kriegen wir hier. Gucken, was wir da haben für einen. Wäre zu übel, wenn das jetzt so reißt und den Jungen voll wegpeitscht, Alter. Ah, siehst du, kann doch beißen, okay. Boah, ist aber hier, da wirst du aber satt von. Look, Jack, it's a smallmouth bass. It's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give him a chance to grow up a bit. Was sind da noch für große Fische drin? Willst du mir... Can I get a break from fishing? I want to make something. Okay. Aber der hat doch noch gar nichts. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Lauf aber nicht so weit weg. So, dann nochmal. I like the look of that spot. Hoffentlich macht der Junge keinen Quatsch. Kriegen wir schon hin. Na, komm. Jetzt! Na, komm hin! Wie nein? Doch. Aber interessant, dass es doch reißen kann und der Junge doch das Ding ins Gesicht hätte peitschen können. Aber das ist doch derselbe. Ist doch genauso groß. Ich frage mich ja, was für Riesenfische da drin sind, wenn er sagt, das sind kleine. Fishing sure is boring, Uncle Arthur. I know. Boring as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait. Try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Ich weiß, ob man nachher noch Fliegen fischen kann. Wäre natürlich auch interessant. Käseköder. Habe ich nie von gehört. It's a surprise. Hm, okay. Something's tugging at your rod, Arthur. Ja, den ziehen wir rein. Ah, komm, den kriegen wir. Ja, nee, so ein Mini. Der ist ja noch kleiner. Das ist für einer hier. Was bist du denn? Sonnenbarsch. Na, ah, schönes Ding. Vielleicht finden wir noch ein. Hey, look at this. What? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case, orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton, Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan.
Bring in Vanderlyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not play the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, do you? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on, let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. Your mother would be worried. Let's head back. Auch interessant, aber gerade noch das Pferd im Hintergrund zu sehen, das einfach despawnt. I don't like it here anymore. Ja, wir sind ja gleich weg. Sind wir hier noch kurz. Blümchen für mich auch. Ne? Are you taking me back? Ja, warte mal ein paar Sekunden. Komm mal hier, so, komm her. Komm. So, und. Alter, hast du schon ein paar Fische gefuttert? Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us, to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Well, did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. So, wir waren also bei dem Berg Captain, Häuptling Thumbnail. Captain Thumbnail. Ja. Ja. Mir gefällt das nicht. Die warten doch nur, dass wir dann zurücklaufen können. Die beobachten uns. Naja. Tja, korrupte Bullen wieder. War ja klar. Oder was heißt korrupte Bullen? Noch sind es ja welche. Aber siehst du, FBI macht doch mit. Also sind die Pinkertons nichts anderes als FBI. Gut zu wissen. Ah, ich konnte mit Jack rennen, okay. Konnte den einen Typen nicht grüßen. Ja, war doch ganz interessant. Aber mit dem Fisch, mit dem kleinen Sonnenbarsch, das tut mir ja leid. Da war, schmeißt zurück und er dreht sich rum und schmeißt es auf den Boden. Da kann ich ja nichts dafür. War es geskriptet. How you boys get known? Great. We caught a fish and I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey. You did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Huh. Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet.
They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Das Gesicht. Naja, Haare sind länger geworden, Bart ist länger geworden, sieht doch mal nicht schlecht aus. Er sondiert jetzt, ist gut. Hey, er hat uns weggedrückt, okay. Ja, John, Öl, stimmt, wir wollten ja noch einen Überfall machen. Was ist los, wir schreiten da jetzt rum. Gut, dann ab nach John. Ich frage mich immer noch, was das M ist. Tja, Mac. Könnte das... Mac. Könnte das der Typ sein mit der Melone? Der uns da, wo wir nahe New Austin waren? Als wir, John... befreit haben? Ja, könnte ja sein mit John. Ganz in der Ferne ist wieder ein Lager. Oh, sieht aber auch einfach. Kannst du sagen, was du willst? Es sieht mega geil aus, selbst wenn es nur... Aber wieso habe ich denn jetzt eigentlich hier 5? Okay. Ja. Hatte ich wohl immer schon. Einfach toll. Selbst in 1080p Plasma sieht es einfach geil aus. Wer bist du? Easy now. Ich will mal was probieren. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich, keine Sorge, ich überfall die nicht. Einfach nur mal höflich vorbeigehen. Ob man sich vielleicht zum Kaffee... Ob man Kaffee machen darf oder so. Oh, das Pferd sieht ja mega geil aus. Nein? Okay. Ja, ich bin ja schon weg. Hä? Wieso tough? Ich wollte nur mal Dinge. Du hast mir gesagt, du willst keine Nähe. Das Pferd sieht ja wunderschön aus. Nee, aber ohne Witz, also eigentlich mache ich mir überhaupt nichts aus Pferde. Aber das sieht ja toll aus. Weiß und dann mit schwarzer Rücken, komplett schwarz und dann... Weiß ich nicht, ein weißes Gesicht und dann nochmal oben das Haar sieht aus wie schwarz. Wow. Ich hoffe, wir können die Sorte irgendwann mal kaufen. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob die Muster der Pferde zufallsgeneriert sind. Aber wenn ja, dann werden wir das Vieh wohl nie wiederfinden. Aber wer weiß. So, mal gucken, was hier in dem Lager los ist. Komisch, dass er uns das andere gar nicht angezeigt hat. Komisch, da gibt es auch zwei Unterschiede. Das ist jetzt ein dicker Rauch und das hier ist jetzt ein längerer, dünner Rauch. Sieht ja erstmal ganz okay aus. Vielleicht kann ich ja hier mal einen Kaffee zubereiten. Okay. Die wollen auch nichts. Die lassen mich auch nicht mal ins Feuer. Ach, schön. Tja, leider sind wir in einer Zeit geboren. Oder zumindest tut es mir mal leid, dass ich in unserer Zeit jetzt geboren bin. Einfach nur mal so die Stille genießen, in echt, mit dem Pferd vielleicht langreiten. Ja, ne? Da kann man sagen, unsere moderne Welt hat doch ein kleines bisschen uns die Natürlichkeit geraubt. Ich meine, wo findest du denn noch so einen Platz, ohne dass man irgendwo ein Auto, ein Flugzeug oder ein Hubschrauber oder so im Hintergrund hört? Klar, wenn du irgendwo in Alaska vielleicht unterwegs bist, Kanada, könnte ich mir noch vorstellen. Irgendwo in den Rockies bestimmt, in Amerika. Aber hier in Europa... Gibt zwar in Kroatien ein paar ruhige Stellen, aber... Da siehst du immer irgendwas im Horizont. Weiß ich nicht. Ist eigentlich schade. Vielleicht mal irgendwann Sibirien oder so. Wenn es mich mal wieder dahin verschlägt. Aber da muss ich gestehen, da traue ich mich nicht mit
eine Motorradtour hinmachen. Mit einem Auto hin, Anhänger hin. Routenplan, wo es keine Karten gibt. Ich meine, in Russland gibt es heutzutage immer noch Sachen. Ja, das ist tiefe. Easy. Tiefe Prärie. Was hat denn der hier gerade geschossen? Hinten schießt wer? Das war ein Kopfgeldjäger, da sollte ich nicht so nennen. Guck mal, die halten auch schon die Augen offen. Was schießt denn hier so rum? Oh, das ist John! Das ist Sean. Wollten wir nicht wen anders mitnehmen? Shit. Well, at least it ain't your job. Shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Charles. Well. Gentlemen, let's go earn some money. Warum hat John nicht einfach die Klappe gehalten? Er konnte zwar davon erzählen, aber warum hat er ihnen die Position verraten? All the horses untethered? Come on, Morgan. Pick up the pace here. Ja, ich bin hier gerade, ich hab's dafür ein Talent, dass die Steuerung nicht funktioniert. Wolfman. Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Apparently, it picks up a new team of guards at the state line, so it shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Go easy on them horses, will you? Ach, erst jetzt soll ich mich wieder zusammenreißen, ne? Warte, ich muss mal kurz gucken, wo ich hier lang muss. Wo sind wir denn? Da. Da will er hin. Wir sind bei der großen Kreuzung rechts und dann immer geradeaus und dann das nächste Mal rechts und dann wieder links. Ah, you're a funny feller, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant.
Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring it. Was? Okay, rechtzeitig. Ich soll vorsichtig mitfahren, darf nicht mit der Straße fahren. Das heißt, ich muss querfeldein mit dem Ding. Schön, dass mir das mal einer sagt. Ich meine, hat jetzt keiner im Gespräch irgendwie mal drauf hingewiesen? Yep. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. Ah, get on the road. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this blocking the tracks, they'll stop soon enough. Apparently. Picks up a new team of guards at the state line, so shouldn't be too much in the way of guns to deal with. Hey, on the wrong. Hey, take it easy. Ja, was denn nun? Soll ich rechtzeitig da sein oder soll ich es Take Easy nehmen? Just the action that requires a brain. Ah, you're a funny fella, John Marston. My folks say you had your feet up the whole time, playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. Drive on the road, for Christ's sakes. You don't know what you're talking about. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nobody needs to die. Ich wollte schon sagen. Mr. Marsh. Oh, das ist auch ein schönes Pferd. Guck dir das mal an, wie die Farbübergänge sind. Das sieht sogar noch besser aus als das andere. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. Das ist eine super Idee, sich direkt auf eine Bombe zu stellen. Na, dann wollen wir mal. Make that quick and join us on there. Go on! Get on there! Bastard! All yours, Captain. Go on ahead. Guten Abend! Everybody stay calm! Boah! Go! Everything you got! Money! Valuable! Hier, vergiss den nicht! There you go! Let's make this quick, people! Come on! We ain't leaving till this bag's full! No! Why do these? Stop! I ain't got nothing. Want to have a little chat with Romeo and Juliet here? I'm better than this. Please, I'm not a bad man. I am. Deal with these two, will you, Mr. M? Come on! In the bag, everything you got. Keep it coming, don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. I want to count to three. God damn it. Sick is better than dead, lady. I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says so this can be. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Let's make this quick. So, dann wollen wir mal hier. Schneller. For the baggage car. Mach hin, Locke. Locke. Come on. Geht schneller vorbei, als du liebst. Es ist nur Geld. Money, valuables. We ain't leaving till this bag's full. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend then.
Los. People, don't be shy. I beg everything you got. Let's go. Man muss ein bisschen überzeugen. Mal 300 Ecken. Als ich das letzte Mal gemacht habe, ohne die Truppe war das nicht so erfolgreich. For Christ's sake, you ain't even taken a look yet? There's probably something in here, Arthur. Toll. This time I'll look and you provide the cover. Try me best, brother, but I'm seeing double here. That gives you twice the chance of hitting someone. Hallo? Hey! Viereck und Viereck gedrückt halten. Warum? I'm gonna have a right old lump on my head. At least you ain't got a hole in it. Are those tennis rackets in there? Harsh bastards. Just keep your eyes peeled. I'm doing me best, all right. I know, that's what's worrying. Das Gute ist immer, wenn der Sean redet, da kann man ruhig quatschen, weil man versteht es ja eh nicht. Come on, we should get out of here. Ja, ja. Schade, die kann ich nicht looten, so wie es ausschaut. All right, we should probably be going now. We'll take that. So. Some decent stuff. Plus das ganze Silberzeug, was wir noch mit haben von den anderen Kopfgeldjägern, da kommt einiges dazu. So, weg hier. Got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. Eh? There's a few more of them turning up. Me and my big mouth. Okay, let's deal with them. Left! You're killed on the... Oh, Gott, wie das. Und wir got more coming from the trees there. Boah, guter Schuss, Alter. Ach, schade, jetzt habe ich natürlich den Repetierer dabei. Und nicht mal in Springfield. Komisch, das Deadeye visiert gar nicht mehr an. Was ist denn da los? Oh. So, hier eine 1A-Falle haben die uns doch hier reingesetzt. Schaut's mal aus hier. Hier liegt so viel Loot. Ich will nicht weg. Ich komm nicht runter. Ja, ich bin ja schon weg. Auf den Gleisen weg ist eine gute Sache, da machen wir so gut wie kaum Spuren. Warum ist der die Verfolgung Wolke bleibt bei uns? Was ist das für ein Quatsch? Verdammt. Ist nicht gut. Na, jetzt. Oh, einer von unseren Leuten. Haben Fährte verloren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Obwohl einer von unseren Jungs definitiv noch im Fahndungsbereich ist und gesehen wird. Jetzt sind wir weg hier. Zumindest gab es keine Unschuldigen. Ein paar Gesetzeshüter hat es zerrissen.
Und mein Hut hat es erwischt. Oh, das ist gut, super. Wenn wir das schaffen, kann ich gleich das Kopfgeld abbezahlen. Oh, noch mehr, Mist. Das Pferd macht das lange nicht mehr mit. That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Yeah. Ich habe irgendwas mit dem Mantel. $750 habe ich gerade noch gelesen, bevor es weg war. Interessant, was das jetzt ist. So, nochmal schnell zurück. Also jetzt nur bis zum Postding natürlich, jetzt nicht den ganzen Weg da anders hin zurück. Falls wir ein Kopfgeld haben. Und die Sonne geht auf. Ja, ich sag ja, der Demokratieverteiler, das ist schon eine geile Waffe in dem Spiel hier. Leider hat er... Hey, good morning. Tatsächlich, wir haben tatsächlich ein Kopfgeld kassiert für die Aktion. Das gibt's doch nicht. Wir waren doch, wir haben doch alles gemacht. Wir haben die Zeugen, die uns direkt gesehen haben, weggenatzt. Die Gäste haben uns nicht erkannt, weil wir einen Lappen über den Mund hatten. Und trotzdem haben wir ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. So ein Quatsch. So, das ist Rhodes, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Rhodes, da sind wir jetzt. Und wir wollten ja mal südlich hier. Mal gucken, ob das Vater und Sohn sind. Ansonsten müssen wir uns mal das angucken. Das ist doch hier der, ja, der Hehler, da wollten wir hin. Pferdchen, los, komm her. Interessant. So in der Ego-Perspektive läuft man. Warum auch immer. Ach ja, dann wollen wir mal zu den Zigeunern. Ach ja, man darf es ja, man muss ja Roma oder Sinti sagen. Dann nenne ich sie einfach Zigeunerschnitzel. Dann ist es aus dem Kontrast. Halt. Alter, liegt. Good morning. Liegt da einer mitten auf dem Weg, Alter. Wehe, du beißt in mein Pferd. Hä, liegt da noch wer? Ja. Ist ja mal ein richtig geiles Lager hier. Mal gucken, ob wir ein bisschen von dem Zeug verhehlen können. Ja, long time no see. Na, definitely. Am Morning. So, dann würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir 73. 773. Da kommt doch schon mal einiges zusammen hier. Das meine ich. Überfälle. Welche sind das hier? Ah ne, den wollen wir nicht verkaufen. Was ist das hier? Bild 1, das wollen wir auch behalten. Was war das hier? Dosenlachs. Wie war das hier? Was haben wir hier? Platin-Ohrringe. Ich würde sagen, das hat sich ja echt gelohnt, die Jungs doch nochmal auszunehmen. Als wir Sean befreit haben. Ich muss unbedingt die Sammelkarten mal irgendwo unterkriegen. Jo. Und damit haben wir jetzt fast $500 gemacht. Ja.
relativ einfach für die Leute, die mal gesagt haben, ich kann nicht so viel Geld machen, wieso machst du so viel Geld? Ja, so macht man Geld. Wie bescheuert, Leute überfallen und dann abkassieren. Und sich nicht zu sehr sein Kopfgeld nach oben ballern lassen.